Manchmal im Leben kriegst du so merkwürdig verknorpelte, zugeschnittene Rippchen. Und was du aus denen lecker machst, siehst du in diesem Video. Viel Spaß. Viel Spaß. Selber kauft man beim Metzger natürlich nur die tollsten und edelsten Stücke, aber manchmal lässt man für sie einkaufen und dann kommt sowas dabei raus. Ja, viel Fleisch, aber auch... Ich hab da nicht eingekauft. Nein, meine Frau wartet nicht an der Stelle. Ich war selber, hab ich geguckt. Und dann hast du irgendwie so eine verwachsene Stücken, da ist Fleisch dran, da ist eine Menge Knorpel drin. Das sind also so Brustspitzenrippchen, dann kommen hier irgendwelche schönen mit dabei, die aber eigentlich da ja nicht dazugehören. Und hier wieder so ein Stücke Brustrippe, wo dich hier schon das ganze Knorpelzeug angrinst. Und was da einfach weiterhilft, ist so ein Dutch-Ofen. Da habe ich jetzt hier so eine mittlere Größe, ich glaube ein 9er von Grillfürst stehen, den mit den Füßchen, der fällt mir sehr, sehr gut. Hab ein bisschen Barbecue-Soße dazu, immer in meinen Dutch-Ofen-Zauber, ein Glas Sauerkirschen aus dem Glas. Dann noch nicht ganz ein Liter Cola und wie immer, wenn wir grillen, Scharfmesser und ein Brett. Und die gibt es jetzt in so eine riesen Portion hier. Dutch-Ofen tun macht wenig Sinn, also ich nehme immer so zwei, drei Knochen, je nachdem wie passt. Und schneid die, ach, da bin ich direkt auf den Knochen, schneid die hier durch. Also bist du so hoch, guckst du da, wo der Knochen ist und dann kommt unten der Knorpel und da merkst du schon, das sind so eine Stücken hier. Der Knorpel ist an sich blöd, aber wenn wir den im Dutch-Ofen schmoren, gibt der halt schön Geschmack und Stand für die Soße ab. Und dann wird aus einem Minus ein Plus und das mag ich am Grillen, gerade beim Dutch-Ofen, da kann man also so unedle Stücke super lecker machen und die schneiden wir praktisch jetzt alle erstmal in so eine handlichen Stücke. Passt dann nachher auch viel besser auf den Teller. Und du musst nicht anfangen, irgendwie so komisch rumzuportionieren und mit großen zerfallenen Rippen irgendwo rumzuarbeiten. Das wäre blöd. Deshalb gleich fertig machen. Und die Silberhaut, die können wir auch drauf lassen. Ach, das schmort sich alles weg. Da muss man jetzt keine große Wirtschaft drum machen. Das ist eigentlich ein schönes Rippenstück hier, wa? Wie viel Kilo waren das jetzt etwa? Ach, ja, ich würde sagen, knapp 4 Kilo. Dann haben wir die schon mal vorbereitet und die grillen wir jetzt völlig herzlos an. Also ohne Angrillen wird bloß langweilig jetzt schmoren. Da kommen die Dinger rauf, der Rost ist ordentlich Feuer heizt. Und die gehen jetzt ja nicht auf Kerntemperatur, sondern gucken bloß, dass die alle immer richtig verhaut kriegen. Von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Krieg mal 4 Kilo Fleisch, drauf auf Imperial macht dem ja nichts. Aber sagst du nicht immer, man soll den Grill nicht immer so voll knallen? Ja, sag ich normalerweise, weil normalerweise um schöne Grillergebnisse geht. Hier geht es ja bloß darum, ein bisschen Rösten ans Fleisch ranzubringen. Und wenn das mal ein bisschen schneller geht durch die kleine Flamme, schadet das an der Stelle nichts. Ihr hackt das noch ein bisschen. Sehr schön. Und die drehen wir jetzt einfach alle von allen Seiten, dass wir überall schöne Schachbretten da drin haben, dass es halt nach Grillen aussieht. Und jetzt haben sie schön Röstaromen angezogen, so muss das sein. Würzung kommt jetzt natürlich nicht, kommt jetzt erst zustande, wenn wir das alle im Dutch-Ofen drin haben. Dann nehmen wir die jetzt so runter und versenken die alle völlig herzlos hier im Dutch-Ofen. Dazu verteilen wir jetzt zwei ordentliche Esslöffel von meinem Dutch-Ofen, weil tatsächlich alles, was aus dem Dutch-Ofen kommt oder im Dutch-Ofen ist, wird dadurch besser. Das klingt wie ganz billige Eigenwerbung. Ist es vermutlich auch, aber das stimmt. Okay, machen wir noch ein bisschen was dazu. Hilft ja nichts. Dann kommen unsere Sauerkirsche oder Schattenmorellen. Kommen da in Glas schön dazu. Dann verteilen wir die Barbecue-Soße. Jetzt entleeren hier unsere Barbecue-Soße. Kannst du hinten einfach zusammendrücken. Und dann schlägst du die wie bei der Zahnpasta um. Also wer eine Zahnpasta entleeren kann, kriegt auch so eine Barbecue-Soße komplett leer. Dass quasi am Ende nichts mehr drin ist. Zack. Und hast die... Also wer sich mit dem Rest jetzt noch die Zähne putzen kann, der ist echt gesegnet. Quasi nichts mehr drin. Und das gießt ihr jetzt mit eurer Lieblings-Cola auf. Ja, welche das ist. Ich nehme jetzt die, wobei das nicht heißt, dass das meine Lieblingscola ist. Ach komm, mach mal die ganze Flasche drin, schadet ja nichts. Machen wir das hier alles ein bisschen runterkratzen, dass wir das schön unten in der Soße drin haben, die da steht. Der Rest ist ja durch den Blubbern und das Kochen, wird sich jetzt nachher alles schön verteilen. Müssen wir so keine großen Inseln hier oben auf dem Fleisch drauf haben. Aber ich glaube, das passt so sehr gut. Mehr Wirtschaft muss man doch ja nicht drum machen. Und dann kommt schon der Deckel drauf und unser Dutch-Ofen hier auf dem Grill. Dazu habe ich rechts Brenner an, links Brenner an, volle Pulle. Da haben wir so 200. Gut, jetzt hat er noch 260 Grad, der kommt dann mit der Temperatur noch ein Stück runter. Und da lassen wir jetzt einfach 3 Stunden für sich ziehen, beziehungsweise blubbern hin und wieder mal gucken, so alle halbe Stunde, ob genug Flüssigkeit drin ist. Das kann mal sein, wenn der Deckel nicht ganz schließt, dass ein bisschen Flüssigkeit rausdampft. Dann unbedingt Wasser nachkochen, sonst gibt es am Ende eine harte Überraschung unten am Grund. Die wollen wir nicht haben, von daher einfach mal alle halbe Stunde mal gucken und wir gucken auch gleich nochmal. Und während unsere Rippchen den Schlaf der Rechten schlafen, kommen wir zur Art der Minute. Da gucken wir uns die neue Verpackung von der Barbecue-Soße an. Die hier. Und
bin ich heute morgen, wie kann man Kunststoff nehmen? Wer das machen möchte, einfach unten drunter in den Kommentaren, lasst eurer Wut freien Lauf. Ich möchte dir trotzdem ganz kurz erklären. Und zwar, die macht tatsächlich, ist viel umweltfreundlicher als ein Glas mit einem Metalldeckel, der auch innen Kunststoff beschichtet ist. Ganz schwierig, das ist Polyethylen, verbrennt zu Kohlendioxid und Wasser. Dampf, total entspannt, ansonsten auch super recycelbar und vor allem komplett entleerbar. Du musst nicht mehr irgendwie rummachen und ihr habt ja gerade gesehen, wie super die sich ausleeren lässt. Geht auch nicht mehr kaputt, hast keinen Keimeintrag oben drin, kannst direkt auch üben zum Bepinseln, direkt rufschmieren wie bei einer Zahnpasta. Also sehr clever und auch mit dem grünen Gewissen durchaus zu vertreten. Von daher, wer sich austoben will, tut euch hier drunter. Ansonsten ist die Technikminute jetzt zu Ende und wir grillen weiter. Knappe 2 Stunden ist jetzt schon unser Fleisch hier drin. Guck mal da, Knoblauch und Brötchen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Flüssigkeit ist auch noch genug drin. Wir werden immer noch ganz kurz umrühren. Tür auch schon ein bisschen. Guck mal, die ganze Flüssigkeit hier, das sieht schon super aus. Siehst du das? Wie so ein richtig schöner Bratensaft. Unsere Rippchen sind auch hier schön. Das läuft. Dürfen Sie nicht. Guck mal, hier zieht sich sehr das Fleisch schon zurück. Also wird richtig schön locker. Ja, umgerührt ist. Deckel drauf. Und dann würde ich sagen, lass mich einfach noch eine Stunde guten Mann sein. 3 Stunden sind um und wir gucken mal. Nichts zu sehen. Aber wir lüften den Deckel. Und dann nehmen wir mal ran und sehen. Oh, schön eingekocht. Die Rippchen haben schön Farbe gezogen. Unten unsere Soße blubbert noch. Genauso muss es aussehen. Und ich würde sagen, wir nehmen es mal raus und kosten. Wenn man möchte, kann man die Soße mit den Kirschen noch mal durch den Thermomix durchlassen. Ich koste jetzt erstmal die Soße. Auf euch, rille in die hohle Birne. Und siehst du, nicht bekleckert. Noch. Das ist ja. Boah, die Soße ist geil. Noch nicht. Die Soße ist wirklich sehr geil. Und da einfach ein schönes Baguette dazu zum Soße aufditschen. Und ansonsten kannst du jetzt hier die Knochen. Sollte man, siehst du, genau so hier alles voneinander auseinanderziehen können. Also fall auf the bone. Da ist noch brüllend heiß. Jetzt ein bisschen pusten. Und dann auf euch. Heiß aber. Naja. Mega. Blitzblanke Knochen. Leckeres, schönes Fleisch. Hier mit der Soße dran. Super gut. Und dann müsst ihr Geschmacks-YouTube geben. Gibt es aber nicht. Aber deshalb findet ihr das Rezept auch auf meiner Homepage www.klaus-grill.de. Die Website heißt das, ne? Ja, Webseite www.klaus-grill.de zum Nachgrillen, die Würze, alles, was ihr braucht. Ansonsten zum Kaufen, zum Grillen, zum Machen, was immer ihr wollt. Mir war die große Freude, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich kann euch bloß raten, wenn ihr ein paar Rippchen habt, ab damit in den Dutch-Ofen. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder natürlich über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Ja, Rippchen geht immer. Geil.